Alter, was ist das? Ist das Aquafaba? Also, ich bin krank. Alter, du bist ja ein Schatz. Irina, so ein Brain. Ich lässt mir gerade mit meinem Chef. Wieso hast du euch gesagt, du bist froh, dass ich dich nicht küssen kann? Der Berg ist riesig. Klettern rauf, genießen diese Brise, atmen Liebe ein und wieder aus. Bleiben hier für eine Weile, Zeit lässt uns verweilen. Guten Morgen, Vegan Savages. Heute ist Lenas letzter Tag. Oder? Aber du fährst jetzt morgen, heute ist also den ganzen Tag alle meine Nase. Yes, yes. Was haben wir im Kalender? Unsere wunderbaren Bio-Energy Bars. Ich glaube, man hat meine Rotze. Haferflocken und Haselnussmus-Füllung. Okay. Oh, nice. Das ist nichts für Tenga. Er ist allergisch gegen Haselnüsse. Nee, nee. Ich hab's doch falsch gesagt. Walnüsse. Du hast Walnüsse gesagt. Er ist allergisch gegen Haselnüsse. Nein, nein. Ich hab Walnüsse gesagt. Ach komm, scheiß drauf, Digga. Tenga. Es sind Walnüsse. Ich glaube, es sind Walnüsse und Kiwis. Du darfst den Koro aufmachen. Nee, den Rocker. Den Rocker. Leute, und bevor der Rocker kommt, hier ein kleiner Funfact. Dieses Video, und ich will halt irgendwas mit ihm machen, weil 2019, wo ich in L.A. war, nach Bali, vielleicht könnt ihr euch noch die OG Vegan Savages erinnern. Fritz rollt jetzt einfach gleich mal einen Shot aus dem Vlog. Der hat nämlich einen Finger verloren, ich glaube im Gym. Und wir haben halt zusammen gevloggt und er hat so ein Video von mir gemacht. Und das hat er mir halt vor ein paar Tagen geschickt. Also literally über 2 Jahre später. Und ich bin jetzt so, okay, was mache ich mit diesem Short Edit? Das dauert 2 Minuten. Jetzt erstmal roll the clip. Roll the clip. It's right here, dude. Sorry, no graphic. After the story, you dude, don't want to hit the gym anymore. I don't know if you want to put an image of it on there, but it's, yeah, basically. I was at my apartment gym complex, and I had my headphones in. I was trying to shake the safeties off the bottom of the rack, and the barbell, it didn't even have weight on it, but it was on the top of the rack, and I shook it off. And it almost hit my head, but it just hit my finger. And I was like, oh man, dude, that hurts so badly. And I looked down, I thought it was just gonna be like bruised. And my finger was off. Okay, und jetzt rollen wir das Video. Es geht nur 2 Minuten, es ist richtig nice Edit. Lehnt euch zurück, schnallt euch an und enjoyt den Edit. Let's go. My name is Ferdinand, also known as Vegains on social media. And I promote the benefits of a plant-based lifestyle. I've got that lightning inside me, son of a god. Titan that's rising, oh, just you watch. I'm stepping into fate. There is no time to waste. I've got that lightning inside me. I used to be a skinny kid, and once I started to go to the gym, and once my physique changed, my mindset changed. I became so much more self-aware, learned to love myself truly, and became the person who I am today, because I believe the body is the mind and the mind is the body. If you are determined in one thing, you can take this, like going to the gym, making a routine, not just for weeks, months, but for years, and getting results. You can take this in any aspects of life and really grow and develop. And when I turned plant-based, I had such a strong motivation to show people that you actually can build muscle, not just maintain, but actually build on a vegan diet. So then I heavily looked into the research of how to build muscle, how to train progressively, how to make gains, motherfucker. I gained over 20 kilograms of muscle mass on a vegan diet. So from skinny dude, like not even 70 kilograms, to now over 90 kilograms, all on a 100% vegan lifestyle. So my skin cleared up, I built muscle, and just I found myself. I'm so thankful because veganism was the turning point where I stumbled across all these things like self-love, minimalism, all my core values that makes me the person I am today, which I truly love and want to be. And it's all about step by step. It's like what you can do today and then progressively going into one direction. Like first, small things like cut out soda, cut out meat once per day, once per week or something like that. One meal, make one meal plant-based or healthy, and then shifting more in that direction because you naturally want to, because you feel better, you get more educated why it is better to do for you, for the environment, for the animals. So it's all about baby steps, going into one direction, and it's not about perfection, it's all about progress. Okay, wir sind wieder da. Oh, das, das ist jetzt das neue Protein. Genau, es ist schon draußen und ihr könnt es euch schon holen. Benutzt meinen Link, let's go, Team Rocker Exclusive on top. Es hat noch weniger Fett als die anderen. Es ist anscheinend so geil, es ist eine ganz neue Rezeptur. Wir haben es sogar zweimal, denn wir haben zwei Kalender, denn wir leben in Abundance. Endlich probieren. Yes. Dann,
authentisch bewerben. Authentisch bewerben? Genau, also habe ich ja schon, indem ich gesagt habe, ich habe es noch nicht probiert, aber probier es vor mir. Aber jetzt kann ich es in diesem Vlog probieren. Und ja, gib mal einen Daumen nach oben für wie nice dieses Video war. Also ich versuche nochmal seinen Insta zu finden und dann Credit an ihn. Checkt ihn gerne aus, er ist ein super Filmmaker. Und ja, er braucht halt einfach 2 Jahre für einen kurzen Edit. So ist es halt. Nicht jeder kann so eine Maschine sein wie Fritz. War es, keine Ahnung, wieso es jetzt fertig wurde. Okay, lehnt euch zurück, schnallt euch an und genießt den Vloggy-Vlog. Und ich bin süchtig nach Hearthstone. Ich habe gestern mit Tenga gespielt, es hat so Spaß gemacht. Ich will die ganze Zeit nur zocken. Ich habe einfach so viele andere Sachen, die mich eigentlich exciten, aber ich glaube, ich zock mich jetzt Hearthstone. Philipp, hast du Bock, eine Runde Hearthstone? Ja. Wirklich? No. Hol dein Laptop. No. Naja, wen suchst du? Vicky. Vergiss es, du Spaß! Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky. Der ist krass, oder? Ja, aber es hat schon gedauert. Aber hast du auch alles richtig beantwortet? Ja, ja. Weil du musst ihm richtig genau, beantworten. Genau, der hat irgendwas anderes vorgeschlagen davor. Ist auch eine coole Kinderserie. Kannst du jetzt mal, Marcel Davis, Leiter für Kundenzufriedenheit. Such mal Checkball. Das ging jetzt hart schnell, oder? Das ging richtig schnell. Hier, das muss man Tenga spielen lassen. Das ist dieses F, was ich meinte, dieser, kennst du, oder? Ja, ja. Und ich habe das halt früher so viel gespielt, deswegen war ich gestern so gut, weil wenn man sich diese Fragen merkt, dann kommt man so schnell auf die Winning Streak. Einfacher geht's nicht. Tenga, oh, Tenga, Tenga schon was ab. Bist du allergisch? Hasel oder Walnüsse? Walnüsse. Hasel. Jeder wusste das. Ich kenne ihn noch am besten. Ja. Walnüsse. Ich habe doch gesagt, Haselnüsse. Fritz, schneid es so, dass sie es falsch gesagt und ich richtig, okay? Aber schneid das jetzt hier raus. Oh, nice. Das ist nichts für Tenga. Er ist allergisch gegen. Nice. Ich glaube, es ist ein Deep Throating. Und Kiwis? Genau. Nochmal die gleiche Reaktion, aber nicht fake. Boah, das sieht richtig endstark nach Popcorn. What the fuck? And the Oscar goes to. Alter, das riecht wie so im krass, Kino. Darf ich auch riechen? Du, jetzt probier ich das. Nee, ich muss es ja auch finden. Ich glaube, wir haben ja was gefunden, Leute. Hab ich alles, ich auch. Oh, alright, Leute. Alter, was kann man damit alles machen? Kann man damit vielleicht das um Popcorn machen? Draufspritzen aufs Popcorn? Oh, sass. Apfelessig, dann klebt es ja. Und dann das Nowhere hier drauf aufs Popcorn. Aber dann, wenn es doppelt nach Popcorn schmeckt, schmeckt es vielleicht doppelt nach Popcorn. U mal V, die Produktregel. I will try now, okay, okay. Okay, it smells extremely strong like popcorn. It tastes a lot like vanilla, I think, and caramel. Das Einzige ist, ich finde, und ich bin ja immer ganz ehrlich, es schmeckt richtig lecker. Der Abgang, though, ist so ein bisschen, davon wird man vielleicht sick, deswegen eh immer No Waste durchmischen. Aber so beim Abgang habe ich gerade so gemerkt, so, es ist halt so dieses Käsige irgendwie, aber ich finde es geil. Die Konsistenz vom Pulver ist ganz anders. Ja. Es ist nicht mehr so mehlig, jetzt Alter. Ist es mehr wie Whey. Das ist voll ähnlich wie Whey. Ja, so schmeckt Whey? Ja. Oh, käsig, Mann, ich finde es geil. Also probiert es einfach mal aus und ich freue mich so, damit herum zu experimentieren, zum Beispiel im Porridge, in der Nice Cream. Mhm. Also eine Nice Cream damit, oder? Ja, aber mit Popcorn, ich glaube, das try. Ich würde das einfach mit ein bisschen Wasser mixen und so eine Creme machen, weißt du, und dann über Popcorn drizzeln. Das habe ich früher immer gemacht. Auf Pancakes. Ich werde Vater. Oh, ich glaube, mein Bizeps ist alles gleich 3% größer geworden. Wow. Gäh. Schön geil. Alter, Karamell Popcorn. Ich frage mich, wo Rocker in einem Jahr ist. Da haben wir so Geschmäcker wie Gyros. Ja, bitte, Rocker, let's make Gyros. So, Boys and Girls haben ein nices Brekkie gemacht. Ich habe noch gar keinen Hunger. Heute ist mein heißes Excitement wieder zu tracken. Fettes Porridge. Ein Schmoozy. Tenga und ich, wir folgen jetzt einfach unserem heißes Excitement. Hearthstone zocken. So muss das sein. Für mich hier Strong und Pink Essentials. Beste Leben. Während Hearthstone lebt, check mir mal deren Frühstück ab. Wer hat die schönste Bowl? Alter, ich glaube, Juli ist Nummer 1. Das ist von Philipp tatsächlich. Ach so, was? Aber die hast du ihm dann gemacht, oder? Ja. Nee, das ist Philipp selber gemacht. Philipp? Wirklich? Food Creator? Avido Food? Walla Food Krise. Avido Food? Walla Food Krise? Nein, das ist keine Krise. Das ist einfach nur. Die sieht auch sehr schön aus, nur sehr klein. Die sieht sehr schön aus, aber die Messlatte ist schon zu hoch. Ist noch nicht fertig, Bro. Diese Bowl ist auch sehr schön. Alter, ihr habt heute alle. Was geht, Leute? Ich dachte schon, du betest, aber guckst auf dein Handy. Ich dachte auch, aber die will ich nehmen, weil das ist die größte. Oh, sie haben sich 80% leckert. Alarm! Also es sah gerade richtig geil aus, aber ich habe jetzt alles vermixt und jetzt einfach nur ein Brei, weil die haben mich aufgegessen, deswegen war ich so. Heute wird wieder nicht, Achtung, sorry. Heute wird wieder nicht getrackt. Und eigentlich würde ich diese Bowl nicht hier rein tun, aber Lena sagt, sie macht es immer, also schauen wir mal. Aber Metall soll man hier nicht reintun. Aber Töpfe kann man doch auch reintun, oder? Also ich glaube, Metall, was so fest ist, schon, aber was irgendwie, also ich habe keine Ahnung, es sieht alles gut aus. Weil es ist mir sonst einfach zu kalt. Am besten gehe ich einfach aus diesem Zimmer raus. Und ich auch. Und ich ziehe mir einfach mal was Warmes an. Was ist das? Ist das Aquafaba? Nein, das ist Wasser mit Spülmittel. Also Leute, hat Platz, aber auf eigene Gefahr.
Macht's mal lieber nicht. So, jetzt mit Toppings sieht es schon richtig schön aus. Mashallah, das hat wie viele Kalorien? Drei. Bin ich gestern im Vlog nicht gesehen? Doch, das waren vier, ich Mann. Drei. Oh, das ist aber doch das ist ein Handwerk. Ja. Fritz? Nein. Hare Krishna. Hare, Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare Rama. Es geht ja, oh, sexy. Und werdet ihr Tenga vermissen? Nein. Was? Nein, er ist immer in meinem Herzen. Ich vermisse dich auch nicht, Bro. Du bist immer in meinem Herzen. Und in meinem Aber Bro, es ist ja so. Das ist ja einfach nur ein Fact. Das ist ja nicht sexual. Das ist halt ein Fact. Das muss ich ja gar nicht erklären. Und das ist doch offensichtlich. Ich bin ein Philipp-Stick. Oder habt ihr da irgendwelche Fragen dazu? Womit backen Schlümpfe Gargamel? Oh, es ist schon frisch draußen. Ach. Ein frisches Leben haben wir da. Schauen wir mal, wie sie... Vielleicht testest du sie wieder so? Ja. Ist es schwer? Ja. Nicht. Wie lange dauert das? Drei Minuten. Du schnell, salbst dich. Nicht die Haare zu flechten. Deine Haare zu flechten, ja. Geht so. Also ich mag sie geflochten zu haben, die Aktivität dahin, also mäßig. Wurde doch eine Flechtmaschine. Da kommt sie, da ist die Flechtmaschine. Soll ich sie dir mal flechten? Ich glaube, nee, es geht schon. Ich glaube, es geht auch, glaube ich, schneller. Was ist Juli hier alles so ein Stuff hat? So viel Stuff. Müll ist weg. Tenga steht noch da. Hier mit Jenny war das einfach zu witzig. Wieso dieser Name? Es ist nicht Direct Holidays, sondern in dem Direct ist ein K, also Direct Holidays. Direct Holidays. Direct Holidays. Ach, seid ihr süß da. Tenga, sag mal so ein, zwei Sachen, die dir spontan einfallen, die so am schönsten waren. Vlog schauen, beim Essen, beim Skifahren. Du meinst beim Vlog schauen, beim Essen, wenn du hast, doch mit mir zockst? Ja? Massagen geben, Skifahren sowieso. Und unser Trip natürlich. Oh, ja, Mann. Ach. Die beste Zeit hier und jetzt und der nächste Trip wird noch geiler. Aber unser Trip ist ja noch nicht vorbei und das Leben ist einfach geil, Mann. Deswegen, follow your highest excitement. You already know. Also hier fährt wirklich ein Bus. Ich hätte es nicht gedacht, aber anscheinend. Aber warte, das ist hier falsch, oder? Skibus. Da ist der. Alter, hier fahren ja Massigbusse. Also, ich bin krank. Juli hat mich angesteckt. Auf Juli, erst mein Almdudler, dass ich wieder gesund mache. Spaß. Ich meine, wenn man krank ist und man wohnt so close zusammen und man hat die ganze Zeit ich habe einfach nur Schwäche und so Gliederschmerzen und mein Nacken ist so steif und einfach so richtig schwach und alles ist so wie aus Porzellan, mein Körper. Aber ich habe gerade meinen Schatz in der Küche, die hat mir schon irgendwelche Tropfen gegeben und ich habe einfach Placebo daran geglaubt, dass sie mich heilen und jetzt macht sie mir noch mehr Placebo. Was? Ja, deswegen sage ich ja, ich glaube dran, deswegen heilen sie mich auch. Because what I say goes. Ingwer mit zwei Knoblauchzehen. Und dann werde ich anscheinend richtig gesund. Da noch Almdudler, das kann nur gut werden. Also ich habe definiert, weil nichts hat hier eine eingebaute Bedeutung, das Rülpsen ist einfach nur Liebe. Das ist einfach Luft, die aus einem rauskommt, das ist Liebe. Alle, die rülpsen, gibt Liebe. Alter, du bist ja ein Schatz. Aber zwei für dich auch noch, also vier für dich. Oha, bist du krass. Alter, das sieht so eklig aus, sorry dafür, aber also... Ja? Knoblauch mit Ketchup in der Mikrowelle? Nee, es geht. Mmh, nice, dass du hier Datteln drauf gemacht hast. Dann schmeckt es nicht so eklig. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber wenn ihr krank seid, macht einfach. Dankeschön. Aber die ohne Ketchup, oder? Oh, ich flipp gar nicht den Screen. Ich will mich gar nicht sehen. Ich sehe krank aus. Ich habe gefühlt den ganzen Tag nur Hearthstone gezockt mit Philipp. Das war richtig fun. Und Philipp und Irina und Lena. Ich habe mein Buch gelesen. Ich habe YouTube geguckt. Ich habe ein bisschen genervt. Ich habe Harry Potter Hörbuch angeguckt. Bin dann auf dem Balkon gechillt in den Sonnenuntergang, also wie die Sonne hinter den Bergen verschwindet, angecheckt. Bei der Krise mit Irina in der Küche. Ich glaube, wir waren selten so wasted, oder? Aber wir haben den größten Fun hier zusammen. Wir haben den größten Dick. Nice, scheiß, hallo Mausi, sie ist mein Knuffi. Was willst du? Ja, und Gott sei Dank darf er mich nicht küssen, weil ich hab Herpes. Why are we still here? Just to suffer. So, ich hab was richtig Geiles gekocht, aber es fehlt so die Soße, weil wir haben gar keine Tomatensauce mehr. Vielleicht haben wir hier noch Tomaten. Ich tue einfach hier ganz viel Würfelzucker rein. Und dann habe ich noch extra Reis, den ich safe auch essen werde. Und meine Boys und Girls sagen, sie kommen vielleicht nicht nach Thailand, weil sie müssen dann wieder... Aber vielleicht in Quarantäne, oder? Ja, aber das wird irgendwie kommen. Also ich habe mir schon vorgestellt, dass ich da chille. Ah, eben. Deswegen buch doch einfach früher, dass sie mit mir schon fliegt. Ja, aber ich möchte jemanden noch treffen. Ach so. Ja, Flow State. Flow State-Regel. Also, mal nicht übertroffen, das schmeckt echt
sehr langweilig. Ich habe auch gar nicht so Hunger, weil ich habe ja heute gar nichts gemacht. Ich habe so angefangen zu tracken, aber erst so die Scheiß drauf. Ich habe heute eh so wenig gegessen. Wieso hast du eigentlich gesagt, du bist froh, dass ich dich nicht küssen kann? Spaß! Ah, gut. Was ist dein Wasser hier eigentlich gelb? Das ist Apfelessig, habe ich da noch ein bisschen rein. Aber nimm ruhig ein bisschen von dem Lais, der ist ganz lecker. Oh, wollen wir Essen tauschen? Weil deine Portion ist genauso wie mein Hunger und sieht lecker aus. Meine ist größer als mein Hunger und ich brauche gar nichts. Irina ist so im Brain, denn wir wollen jetzt zu zweit Wer bin ich spielen. Und sie sagt, ich muss es nicht aufschreiben, denn... Wir haben sie ja in unserem Kopf. Und sie meinte aber nicht switchen, was man denkt, was man sagt. Kenne ich mich selber? Ja. Mag ich mich? Ja. Also ich glaube, dass ich bin, aber das wäre ein bisschen zu krass. Also ich glaube nicht, dass du das gemacht hast. War ich schon mal bei mir zu Hause? Ich glaube nicht. Kenne ich mich persönlich? Ja. Bin ich Mara? Ja! Alter! Bin ich ich selber? Nein. Bin ich hübsch? Ja. Findest du mich heiß? Geht so. Bin ich Julian Ziedlow? Nein. Bin ich Ansgar? Nein. Wohne nicht in Deutschland? Ja. Wohne ich in Amerika? Nein. Wohne ich in Europa? Ja. Ich bin Unge? Nein. Why are we still here? Habe ich Haustiere? Nein. Und ich mag mich gerne? Ja. Kennst du mich? Ich persönlich. Aber kennst du mich? Ja. Folgst du mir auf Instagram? Ja. Folgst du mir schon länger als 2 Monate? Nein, glaube nicht. Wohne ich in Österreich? Ja. Bin ich schon wieder Nico Rittenau? Nein. Wohne ich noch in Österreich? Also jetzt gerade bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube jetzt wieder, beziehungsweise ist auf jeden Fall zu Hause. Ich bin Manu. Ja! Ich werde ganz gerne mal rausmachen. Also, diesmal war ich Akinator Pro und nicht Ferdinand. Mhm. Du warst heftig. Ja, das war auch easy, weil du gelacht hast. Boah, ich wünschte, wir in dieser Beziehung, da sieht das Essen ja richtig lecker aus. Yeah. Diese Beziehung kann man sich auch gönnen. Das sieht auch gut aus. Das sieht einfach von mir. Einfach von mir, weil das hier... Ich FaceTime hier gerade mit meinem Chef und er ermahnt mich, wo ist der Vlog nicht hochgeladen? Und dann fällt mir ein, ich habe sogar nicht mal ein Outro gemacht. Sorry, Chef. Anzeige ist raus. Deswegen, ich will nicht noch eine Anzeige, deswegen mache ich jetzt schnell ein Outro. Also, mir geht schon viel besser. Ich bin wirklich wieder gesund. Deswegen Schlaf regelt einfach. Schlaf regelt so krass. Kann ich fast sagen, wenn wir wach sind, sterben wir. Wenn wir schlafen, heilen wir. Deswegen, wenn ihr wirklich einfach gesund sein wollt, dann schlaft. Schlaft, schlaft, schlaft. Und ich habe auch so geträumt, wie ich einfach da liege und mein Nacken und alles heilt gerade so. Und hier meine ganzen Freunde waren um mich rum und haben sich so voll um mich gekümmert. Also, das habe ich geträumt. Und einfach nach 11 Stunden, ich wach so auf, oh geil, mir geht's so viel besser. Also ich denke, ich kann morgen wieder auch alles machen, vielleicht auch schon trainieren und so. Yes, die anderen sind abgehauen. Also Lena, Irina und Philipp. Und jetzt sind nur noch wir drei und jetzt wird eine entspannte Zeit. Mal gucken, ob ich die nächsten Tage vlog. Blaustate. Ja, Mann, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich bin erstmal out. Tenga, magst du mich? Ja.